Franz Meerstorm. Günther Willers. Und ihre Maschinen. 320 PS. Sie fahren Terminfracht in aller Herren Länder. Auf sie ist Verlass. Also durchziehen, dann können wir dem Lammers noch rechtzeitig seinen Generator, die Förderkette und den ganzen Kram für die Mine abliefern. Wir fahren die Nacht durch. Hä? Na, dann mach doch mal die Dinger ab, wenn ich mit dir rede. Ich sage, wir fahren die Nacht durch, dann sind wir morgen Abend in Songkhla. Schließlich sind wir 10.000 Kilometer geflogen, damit wir Zinn fahren. Und wenn die Mine nicht arbeitet, arbeiten wir auch nicht. Guck mal, ein kleiner Mönch als Anhalter. Die nehmen wir doch mit, ne? Aber ja, kleine Mönche nehmen wir immer mit. Komm auf, lass mich fahren. Was? Er will uns was zeigen. Guck noch mal. Ja, das zeig uns mal. Ich glaube, das Bein ist gebrochen. Irgendwo im Krankenhaus? Doktor? Versteh dich doch nicht. Wir fahren jetzt so lange, bis wir irgendwas finden, ne? Ist der Lammer der? Quatsch, der singt. Weißt du das? Ich kenne mich hier in der Musik nicht so aus. Vielleicht hat er Schmerzen. The monkey said, thank you very much for helping. Oh, das ist netter. War selbstverständlich. Der kleine Umweg macht den König fett. Gute Besserung. Gute Besserung. Hey, you. Was ist denn das? Für Suppe ist es ein bisschen dünn. Vielleicht zum Händewaschen, irgendein Ritual.
Also zum Händewaschen war es schon mal nicht. Eine Suppe war es auch nicht. Das mit dem Wasser ist ja eine Nummer, wa? Ja, eigenartige Sitte. Sag mal, Günther. Ha? Weißt du, was das da sein soll? Ja, das ist der stilisierte Buddha. Haben wir alle im Auto, hast du nicht gesehen? Nee. Du meinst, das ist so eine Art thailändischer St. Christophorus, wa? Ja, so kannst du es aussehen. Dass du uns ja Glück bringst, alter Freund. Hast du keinen Hunger? Nee, wieso? Weil ich so einen Hunger habe. Ja? Wenn ich so viel Hunger hätte wie du, dann hätte ich auch so eine Waffe wie du. Hast du dir mal die Buddhas hier überall angeguckt? Die sehen genauso aus wie ich. So siehst du aus. Ja, so sehe ich aus. Das heute schon mal. Das gehört dir zum Service. Danke. Zwei so da. Zwei so da. Und zwei Yellow Nulls mit Beef. War es nicht eben die Klappe vom Auflieger? Kommst du denn darauf? Kam mir so vor. Ich guck mal lieber nach. Ich will mir so einen Löffel für die Suppe holen. Hast du mir einen mitgebracht? Ich hab sowas gesagt. Weißt du, wen ich eben gesehen hab? Nee. Den Typen von Han Po, diesen Meng. Wo? Und die Containertür war offen. Himmel, Herrgott, Sakrament nochmal. Hört denn das nie auf mit den Ganoven? Was wollen die denn mit dem Schrott, den wir drauf haben? Aber geklaut haben sie, glaube ich, nichts. War alles an seinem Platz. Komm, wir gucken lieber nach. Okay. Moment. Kantinenbedarf, Plastikteller und so weiter. Besteck. Welche Nummer? Nummer 4. Da ist da. Zwei Kisten Förderketten. 2 und 3. Auch da? Nummer 5 ist ein Dieselaggregat. Ja, haben wir. Luftfilter. Nummer 6. 6. Am Leck. Ja, so. Franz, was machen wir Nummer 5? Dieselaggregat. Niemals. Viel zu leicht. Ach. Wir haben noch so ein Stemmeisen. Ist hier. Machen wir auf. Das möchte ich jetzt schon gerne sehen.
Dieselaggregat habe ich noch nie gesehen. Nee, ich auch nicht. Sieht aus wie eine Klimaanlage. Klimaanlage? Guck mal hier. Computer Defense 4000. Mensch, weißt du, was das heißt? Das heißt, das muss eine ziemlich moderne Zinnmine sein, wo sie so einen Computer brauchen. Du, hier steht noch ein Dieselaggregat. Welche Nummer? 9. Klimaanlage. Defense 4000. Das heißt, wir kutschieren 2 Millionen schwere Rechner durch die Gegend. Und kein einziger ist deklariert. Und die sehen aus, als ob sie ein bisschen mehr könnten, als Lohnstreifen für eine Zinnmine auszurechnen. Dann ist Hanpo nicht der Einzige, der sich dafür interessiert. Du meinst, die eigentlichen Auftraggeber könnten irgendwelche Militärs sein? Ja, das meine ich. Fragt sich bloß welche. Denn wenn nicht alles täuscht, hat Songkla einen kleinen Hafen. Da wollen sie die beiden Kisten sicher verschiffen. Wer weiß, was die Dinger noch für eine Reise vor sich haben. Hätte ich dem Lammers nicht zugetraut. Wer sagt, was Lammers dahinter steckt? Es gibt doch noch seine sogenannten Mitarbeiter, diesen Shao und den Chai Wat. Werden wir gleich sehen. Hast du die Telefonnummer von Lammers? Pass auf! Oh. Zu zweit. Pass auf, dass du dich nicht verplapperst. Überlass ihm das. Ich pass schon auf. Hallo, Shao. Hier ist Franz Meerstong. Kann ich mal mit Lammers sprechen? Just a moment. Hallo, Franz. Hallo Freddy, na, bei dir alles klar? Ich dachte, ihr kommt heute Abend noch nach Songkla. Wo steckt ihr eigentlich? Günther, wo stecken wir hier eigentlich? Keine Ahnung, ich kann doch die Hieroglyphen hier auch nicht lesen. Keine Ahnung, wir können die Hieroglyphen hier auch nicht lesen. Ein paar Kilometer sind schon noch, ich schätze so 400. Sag ihm endlich, dass Meng hinter uns her ist. Übrigens, Freddy, Meng ist hinter uns her. Das heißt, Han Po interessiert sich für unsere Ladung. Das ist mir absolut unverständlich. Ich kann mir nicht vorstellen, was ihr mit unseren Ersatzteilen anfangen soll. Kann das sein, dass 2 Kisten nicht richtig deklariert sind? Nein, das ist ausgeschlossen. Davon weiß ich nichts. Chai Wat hat doch jeden einzelnen Posten anhand der Frachtliste überprüft. Okay, dann gib mir mal Chai Wat. Ja, das geht leider nicht. Er ist seit gestern spurlos verschwunden. Kein Mensch weiß, wo er sich herumtreibt. Oh, herrscht eine tolle Ordnung in eurem Laden. Lass das mal meine Sorge sein. Passt ihr auf den LKW und die Ladung auf. Und schaut zu, dass ihr wenigstens im Lauf des morgigen Tages nach Songkla ankommt. Ich erwarte euch dort. Alles klar? Okay. Gut. Bis dann. Hängt er drin? Klar hängt er drin. Aber der lässt ihn nicht aufs Kreuz legen. Die beiden haben Lunte gerochen. Dabei die nun eher die Guana denn nein. Besorgt 2 Tickets. Wir fliegen heute noch nach Songkla. Seit gestern ist Chai Wat spurlos verschwunden. Vielleicht hat er damit zu tun. Günther, kneif mich mal. Hä? Wieso? Siehst du unseren Lastwagen? Hey, hast du einen Schlüssel stecken lassen? Wieso denn? Hier ist er, hier habe ich ihn. Kannst du mir dann mal verraten, wie die unseren Lastwagen klauen konnten? Einmal darfst du raten. Was hat das mit Raten zu tun? So einen Schwachsinn habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gehört. Ist mir jemals der LKW geklaut worden, wenn ich gefahren bin? Ja, gerade eben. Du Blödmann, du bist doch gefahren. Ich. Überhaupt. Wie kommen wir eigentlich dazu, 2 Computer durch die Gegend zu fahren, die nicht deklariert sind? Sind doch keine Schmuggler. Jetzt willst du auch noch behaupten, es ist völlig in Ordnung, dass sie uns den Lastwagen geklaut haben. Na klar, was denn sonst? Ich will mich nicht an der nächsten Polizeisperre schnappen lassen. Naja, das kann uns ja jetzt nicht mehr passieren.
Jetzt sind wir ja endlich Fußgänger. Nicht mal eine Zahnbürste haben wir. Hey. Los, raus jetzt mit der Sprache. Moment, was soll denn das? Was das soll? Du sollst endlich anfangen zu reden. Du redest endlich. Der Unsinn. Du lass aber zu Wort kommen. Ich komme extra, um euch wichtige Neuigkeiten zu bringen. Und der? Naja, dann fang schon an. Ich weiß, dass mit der Ladung was faul ist. Zwei falsche Kisten sind dabei. Das wissen wir schon. Weiter? Deswegen will Herr Bo den LKW auch klauen. Ja, den hat er schon geklaut. Was noch? Ich arbeite nicht mehr für Lammers. Endlich mal eine Neuigkeit. Also, steckt Lammers dahinter? Das ist mir im Augenblick völlig wurscht. Das ist doch nicht wurscht. Wenn wir Lammers überführen wollen, brauchen wir die beiden Kisten. Ey, da hast du recht. Los, hinterher. Ey, und ich? Ich sehe noch nichts! Scheibert hat mir gerade erzählt, was diese Wassernummer zu bedeuten hat. Na, lass mal hören! Das ist ja das Neujahrsfest. Da darf jeder jeden nass machen. Und dazu ruft er dann sowas wie Prost Neujahr. Was denn? Mitten im April? Tja, hier unten ist eben alles anders. Und wie lange geht das so? Es geht ein paar Tage so. Na dann Prost Neujahr! Sag mal, alter Rallye-Fahrer, kannst du nicht ein bisschen schneller? Das ist ein Diesel, hörst du doch. Ich hab von Anfang an geahnt, dass da was faul ist. Und ich sag dir, der Lammers hat in Holland schon gewusst, wofür er uns einkauft. Na, wer wird sich wundern? Also, sag mal, dann kann ich auch. Nein. Ich wollte dann geil anhören. Nein. Nein, nein, nein. Günther! Halt mal an, ich sehe ihn! Fahr mal langsam vorbei. Leg dich hin. Okay. Sehr baran, ja. Warum? Warum den Saal in Hand gebraucht? Was ich hab, John, nein. Komm, mein Gut, warum? 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 Mal du die Eihaar, los, heim, heim, heim. Ist Chai hinter uns? Ich sehe nur eine Staubwolke. Augenblick. Alles klar. Na, Alter, wie fühlt sich jetzt? Hervorragend. Ich habe das Gefühl, jetzt ist wieder alles so, wie sich's gehört. Lammers, wir kommen. Nicht locker. Ich habe die Schnauze von der ganzen Hanpo-Bande gestrichen voll, das kann ich dir sagen. Die Sache ist völlig klar. Der will dem Lammers die Computer abjagen. Das heißt, er will unbedingt den Lastwagen haben. Den geben wir aber nie wieder her, ums Verrecken nicht. Warum eigentlich nicht?
Hast du einen Sonnenstich? Wenn wir die Bande loswerden wollen, muss die Polizei sie verhaften. Also müssen wir beweisen, dass sie Autodiebe sind. Hm? Du meinst, wir sollen den Lastwagen irgendwo hinstellen und warten, bis er uns geklaut wird? Genau. Und wenn es klappt, dann fahren wir voraus bis zur nächsten Straßensperre. Dann brauchen wir nur noch mit dem Finger drauf zu zeigen und der Polizei zu sagen, da, das ist er. Mein lieber Schwan, an den Gedanken muss ich mich aber erst gewöhnen. Okay, aber beeil dich ein bisschen. Ich schmeiß doch dem Herrn Po nicht die beiden Computer hinterher. Und wenn wir in Sonnklar ankommen und wollen Lammers Ding festmachen, haben wir keinen Beweis in den Händen. Hast du doch selber gesagt. Die Idee ist gut, aber... Also die beiden Kisten müssen vorher auf jeden Fall runter vom Wagen. Ja, das lässt sich doch machen. Franz, bitte kommen. Ja, Günther? Bitte nochmal, Scheibert. Hier, ein Ferngespräch für dich. Danke. Hallo. Scheibert, du hast doch gesagt, die Strecke ist für Lastwagen nicht befahrbar. Ja, habe ich gesagt. Du, die ist überhaupt nicht befahrbar. Dann muss ich im Regelzeit gelitten haben. Na ja, und jetzt leide ich. Franz? Für dich. Ja? Hast du die Landkarte da? Liegt vor mir. Guck doch mal nach, wie viele Kilometer sind es denn noch für mich auf dieser Teststrecke hier? Nicht der Rede wert, ungefähr 50. Und dann bist du wieder an der Hauptstrecke, an unserem Treffpunkt. Ich sag dir gleich, 12 Uhr wird knapp für mich. Na gut, sagen wir doch gleich 1 Uhr. Übrigens, Günther, hin und wieder, wenn die Straße schön gerade ist, kann ich Mengs Limousine sehen. Na wunderbar, klappt ja alles nach Plan. Ende. Parkplatz ist gut, Scheibert. Können die Jungs ungestört arbeiten? Langweilig, der thailändische Stierkampf. Gibt's denn keine Toreros und Picadores und so? Hier fließt kein Blut, du. Blut muss es ja nicht gleich sein. Aber wenn die Ochsen schlafen wollen, können sie es auch zu Hause machen, im Stall. Die sind doch keine Ochsen. Die sind richtigen Bullen. Hallo, Franz. Kommen. Franz. Ruhig mal. Hallo, Günther. Günther, bitte kommen. Günther. Hier kommt nichts an. Null. Pass mal auf, Franz. Wenn du mich hörst. Ich hab hier eine Panne. Zylinderkopfdichtung. Jedenfalls komme ich hier nicht weiter. Seit einer guten halben Stunde habe ich niemand mehr getroffen. Jetzt sehe ich da hinten Rauch. Da versuche ich's mal. Vielleicht habe ich Glück.
sind immerhin 40 Kilometer. Meng, Meng. Was fummeln die da nach rum? Die kommen nicht rein. Du hättest nicht abschließen sollen. Da soll ich das Auto offen stehen lassen und noch einen Schlüssel stecken lassen? Da merkt doch jeder gleich, woher der Wind weht. Erzähl schon. Da kommt er. Da. Den Herrn Meng sind wir erstmal los. Den sehen wir nie wieder. Ich kann immer noch nicht glauben, dass die Obergangster darauf reingefallen sind. Ja, ja, manchmal stolpern große Leute über kleine Sachen. Muss ich gleich dem Günther erzählen. Gib mir mal das Funkgerät. Du hast bei Polizei liegen lassen. Ist ja leider wahr. Wir müssen uns beeilen. Der Günther wartet sich ja schon auf uns. Thank you.
Franz? Warte ich nur eine halbe Stunde, dann spanne ich die Zugmaschine aus und fahre dem Willard entgegen. Ist mir völlig wurscht, ob der Weg nun gut oder schlecht ist. Weißt du was, was euch Europäern fehlt? Nee. Geduld. Davon habt ihr aber reichlich. Willard ist im Kloster. Im Kloster? Wie kam ich hierher? How did you find me? Ich muss zu meinem Auto. Die Kisten sind da drauf. Nicht der Willers. Der lässt ganz schön auf sich warten. Ja, weißt du, manchmal verfährt er sich und dann ist er verschollen. Das glaubst du mir wohl nicht, weißt du? Das glaube ich nicht. Was ist denn jetzt los? Na, kickst du, wa? Wie kommst du denn darauf? Da sind die Mönche drauf gekommen, nicht ich? Nein, ich meine doch, wie du da oben drauf kommst. Na, mit einer Leiter. Und, wie fühlt man sich da oben? Ach, kannst du dir eine 5-Meter-Jolle bei Windstärke 3 vorstellen? Nee, hab keine Ahnung vom Segeln. Ja, so ungefähr fühlst du dich hier oben. Ja, von vorne hat er mal rutscht, wie ich ja mag. Die Frau der Schuhe, Lüa, Paar, Oi. Tau, Ami, alleine. Toll, wa? Danke. Der Mönch sagt, er möchte sich für eure Hilfe bedanken. Sag ihm bitte, wenn sich hier einer zu bedanken hat, dann sind wir das. Ja. Vielleicht können wir dem Tempel eine kleine Spende zukommen lassen. Hm? Mönche dürfen kein Geld annehmen. Dort gibt es Gefäße für Kollekte. Dann gib mir mal was. Ich hab überhaupt nichts mehr. Ich bin total abgebrannt. Thank you.
Hat alles geklappt. Wir haben Schnürchen. Dann können wir ja aufladen. Ey, das ist ja unser Mönch mit dem gebrochenen Bein. Jetzt kapiere ich auch, warum die Elefantennummer gelaufen ist. Genau. Hey, Chaiwat, was machst du da oben? Wir schleppen den Wagen in die Werkstatt. Schönen Dank für alles. Tschüss. Vielen Dank. Ganz schön fertig gemacht, dein Dschungeltrip, was? Ja. Möchte nicht wissen, wie alt du ausgesehen hättest. Na, hör mal, ich bin doch nicht Tarzan. Wie viele Kilometer bist du eigentlich gelaufen? Keine Ahnung, die habe ich nicht gezählt. Sag mir lieber, wie viele Kilometer es noch bis dann klar sind. Augenblick. Guck mal nach. Der Ort heißt Dien Son. Dien? Son. Oh, das sind noch 250 etwa. Mit noch 5 Stunden. Das heißt, wir sind morgens um 2 Uhr da. Es ist besser, wir nehmen uns hier ein Hotel. Was ist daran besser? Verstehe ich nicht. Ich denke, die Polizei soll zugucken, wenn Lamas seine Computer auspackt. Na ja. Ach, du meinst... Wir kriegen nachts um 2 keine Polizisten zur Zinnmine. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die eine Nachtschicht für uns einschieben. Nee, nee. Wir müssen bei Tage ankommen. Wenn die Jungs auch wirklich Dienstzeit haben. Herr Lammers? Hallo, Freddy? Ja, Günther hier. Du, wir schaffen es heute nicht mehr. Macht nichts. Sucht euch ein Hotel und dann seid ihr eben morgen hier. Ja, wir wollten dir nur Bescheid sagen, damit ihr keine Sorgen macht, wegen der Ladung. Ach wo, ruhig Blut. Übrigens, wo seid ihr denn jetzt? In Dien Son. Dien Son, kenn ich. Okay, dann erwarte ich euch morgen Vormittag hier. Oh, ich schätze, wir werden so gegen 11 Uhr ankommen. Du bist doch da, oder? Selbstverständlich. Also dann. Tschüss. Ja, tschüss. Du, ist komisch. Der war überhaupt nicht sauer, dass wir erst morgen kommen. Der freut sich. Für den ist das Ding gelaufen. Ja. Frohes Neuer. Ciao. Jensson. Ich bin ja mal gespannt. Auf was? Ah, auf das dumme Gesicht von Lammers, wenn sie beim Wickel haben. Günther!
Günther! Franz! Da kickst du, wa, Freddy? Findet ihr das etwa komisch? Mensch, hast du keinen Humor. Prost Neujahr, Freddy. Prost Neujahr, Freddy. Wenn ihr das Wasserfest meint, das war letzte Nacht um 24 Uhr zu Ende. Was? Ihr Idioten. Entschuldige, ich denke, das geht ein paar Tage so. Ja, es geht auch schon ein paar Tage so. Das ist Teiseide. Die darf mit Wasser gar nicht in Berührung kommen. Also, Freddy, dann entschuldige bitte. Tut mir leid, Freddy. Was machst du denn mit dem Anzug, wenn es regnet? Ist ja wirklich der blödeste Gag, den ich je erlebt habe. Mensch, zieh's von unserem Lohn ab und habt ihn nicht so. Das Einzige, was jeder Tourist sofort kennt, wenn er nach Thailand kommt, ist das blödeste Wasserfest. Statt dass du dich freust, dass wir mit der Fuhre endlich da sind, die Mine hat wieder Arbeit, du hast wieder Arbeit, ja. Wir haben wieder... Ja, schon gut, schon gut. Geht erst mal ins Büro und erfrisst euch. Nee, danke, wir sind frisch genug. Ja, ich auch. Hier. Die Liste, ja. Ist alles drauf? Ja, alles drauf. Auch die Kisten 5 und 9. Weiß schon, die mit den Dieselaggregaten. Ja, ja, schon gut, schon gut. Ich lass gleich alles ausladen. Lass doch lieber gleich alles ausladen. Oder dürfen wir nicht dabei sein? Was seid ihr denn so neugierig? Och, wir freuen uns nur mit dir, dass das Zeug endlich da ist. Also bitte, wenn ich euch eine Freude damit machen kann. Ja? Kannst du? Gott verdomme. Danke. Ausladen! Wie kommt ihr eigentlich darauf, dass irgendwelche Kisten nicht deklariert sein sollen? Habt ihr etwa in die Ladung geguckt? Oh, Gottes Willen, Freddy, sowas würden wir doch nie tun. Nein, wir haben beim Aufladen geholfen und da ist uns aufgefallen, dass zwei Kisten ein bisschen sehr leicht waren. Ja, beinahe so, als ob gar nichts drin wäre. Ich weiß nicht, wie ich euch verstehen soll. Verdächtigt ihr mich, etwa ein Schmuggler zu sein? Ach wo, Freddy. Hör mal, ich denke, hier soll was ablaufen. Nerv mich doch nicht. Du hast die Polizei geholt. Was soll hier ablaufen? Was denn? Nichts. In dem Hotel, wo wir waren, ist das Badewasser nicht abgelaufen. Da ist einfach nichts abgelaufen. Wir rennen den ganzen Tag in den nassen Klamotten rum, wollen abends ein Bad nehmen. Und dieses blöde Wasser läuft überhaupt nicht ab. Verstehst du? Nein, im Augenblick verstehe ich gar nichts. Ich weiß nicht, worauf ihr hinaus wollt. Ich verstehe immer noch nichts. Nee. Für den Computer, wie geht's mal? Ich? Computer? Gucken Sie doch mal rein. Dabei können Sie behilflich sein. Ja, fangen wir mal an. Oh, ein schönes Dieselaggregat. Hey, das ist ja ein Dieselaggregat. Beide Herren sind Verleumder. Salai bei Sie. Da tun wir den Gang. Du bist wirklich der größte Gauner, der mir jemals begegnet ist. Bis jetzt steht's 1-1, Freddy. Ja, Franz, aber für mich. Die Rechnung für den Anzug schicke ich ins Gefängnis nach. Der thailändische Knast hat uns in unserer Sammlung gerade noch gefehlt. Oh. Der hat uns gerade noch gefehlt. Ich könnte jetzt zu Hause sitzen und fernsehen.
Schimanski als Tatortkommissar. Das wäre schön, Tatort mit Schimanski. Jetzt kannst du langsam selber was einfallen lassen. Was einfallen lassen? Wieso? Weil du mir dauernd nachplapperst. Ich plapper dir nicht nach. Ich bin derselben Meinung wie du. Das kann ja mal vorkommen. Ach, dann bist du wohl auch der Meinung, dass wir den ganzen Schlamassel dir zu verdanken haben, ne? Nein, dir. Na, das erklär mir mal genauer. Das war doch deine Idee, die Kisten auszutauschen. Ja, aber meine Idee, weil du nicht drauf gekommen bist. Und weißt du, wo sie uns die Computer prompt geklaut haben? Na klar, vorm Hotel. Vorm Hotel. Und im Hotel hast du gepennt wie eine Ratte. Na, du hast wohl Wache geschoben, ne? Nein, ich hab geschlafen, weil ich dachte, du schiebst Wache. Das wollen wir mal festhalten. Ich wollte überhaupt nicht ins Hotel. Du wolltest ins Hotel. Und du wolltest nach Thailand. Und da fing das ganze Elend an. Kannst du wieder nach Hause fliegen. Du musst bloß die Stangen auseinanderlegen. Geht nicht. Das ist wieder eine von deinen Ideen, die nicht gehen. Weißt du, mit dir möchte ich einmal auf Achse sein. Für 4 Wochen hintereinander, in denen alles glatt geht. Guck mir in die Augen. Möchtest du es wirklich? Alter, ich will hier nichts als raus. Siehst du? Schon sind wir wieder einer Meinung. Bloß wie? Wie? Wir sind bis jetzt immer rausgekommen. Es fragt sich bloß wann. Ganz einfach. In der nächsten Folge. Du meinst, in 14 Tagen gleiche Welle, gleiche Stelle? Oder in einer Woche gleiche Welle, gleiche Stelle. Mal acht geben, gell?